Ich sage mal ganz ehrlich, und das glaube ich von Herzen, euer Problem ist nicht euer Problem. Ich schätze, damit müssen wir uns einen Moment befassen, oder? Denn ich habe euch einen Löffel Gemüse in den Mund gesteckt, aber ihr esst es nicht. Ich möchte heute über unsere Einstellung sprechen. Ich glaube, einige von euch müssen in diesem Bereich ein paar Korrekturen vornehmen. Dave fragte mich, worüber wirst du heute sprechen? Und ich sagte, über etwas, das ganz speziell für dich ist. Über die Einstellung. Wisst ihr, ich habe einen Spiegel zu Hause, der immer wieder ein kleines bisschen schief hängt. So etwas stört mich, aber es ist sehr lästig, ihn ständig gerade zu rücken, und so lasse ich ihn manchmal einfach eine Zeit lang schief hängen. Aber jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, stört es mich wieder. Und genauso verhält es sich mit einer schlechten Einstellung. Vielleicht lasst ihr es über einen langen Zeitraum dabei bewenden, aber in Wirklichkeit stört euch dieser Zustand. Vielleicht wisst ihr gar nicht, warum ihr keine wahre Freude oder keinen wahren Frieden habt. Eine schlechte Einstellung stört aber nicht nur euch, sondern auch die Menschen aus eurem Umfeld. Oft reicht schon eine kleine Anstrengung aus. Manchmal lehne ich mich über den Schrank, der unter dem Spiegel steht, und rücke den Spiegel zurecht. Allein diese winzige Veränderung fühlt sich gut an. In meinem Büro zu Hause habe ich einen Lüfter für Warm- und Kaltluft. Und ab und zu bleibt das Lüftungsrad in einer bestimmten Position stecken und fängt an, leise zu schnarren, wenn die Luft hindurchbläst. Ich kann dieses Geräusch nicht gut ertragen. Echter Lärm ist mir immer noch lieber als dieses seltsame, nervige Schnarren. Manchmal ertrage ich es dann ein paar Tage lang, aber dann lasse ich jemanden kommen, der das mit ein paar Handgriffen wieder in Ordnung bringt. Ihr werdet vielleicht überrascht, wie positiv sich euer Leben entwickeln würde, wenn ihr nur eure Einstellung ein bisschen ändern würdet. Es gibt so viele falsche Überzeugungen, die wir annehmen können, und so viele richtige, die wir stattdessen haben sollten, dass wir unsere Einstellung täglich prüfen und korrigieren müssen. Es ist beispielsweise sehr leicht, unzufrieden, mürrisch oder griesgrämig zu werden, oder? Vielleicht seid ihr nicht zufrieden damit, was ihr habt, und denkt, ihr solltet mehr haben. Nun, ich will euch helfen, eure Einstellung zu korrigieren. Wenn ihr ein bisschen mürrisch seid und heute Abend vielleicht nicht einschlafen könnt, denkt doch mal an die obdachlose Familie, die kein Bett zum Schlafen hat. Wenn ihr im Stau steckt, regt euch nicht auf. Es gibt Menschen auf der Welt, für die das Autofahren ein Privileg ist. Wenn ihr einen schlechten Tag bei der Arbeit habt, denkt an den Mann, der schon 3 Monate arbeitslos ist. Wenn ihr verzweifelt seid, weil es in einer eurer Beziehungen Probleme gibt, denkt an die Menschen, die nie erfahren haben, wie es ist zu lieben oder geliebt zu werden. Wenn ihr euch ärgert, weil euer Chef eurem Wunsch nach einer 4-Tage-Woche nicht entspricht, denkt an die Frau in einem Entwicklungsland, die in großer Not ist und für nicht einmal 8 Euro 7 Tage pro Woche 12 Stunden arbeitet, um ihre Familie zu ernähren. Wenn ihr 2 Kilometer von der nächsten Werkstatt entfernt eine Autopanne habt, denkt an die querschnittsgelähmte Frau, die begeistert wäre, diesen Spaziergang zu machen. Oder ihr seid ärgerlich, weil euch jemand einen Parkplatz vor der Nase weggeschnappt hat und ihr ein paar Minuten laufen musstet. Dann ist es an der Zeit, eure Einstellung zu korrigieren. Wenn ihr ein graues Haar im Spiegel entdeckt, denkt an die Krebspatientin in der Chemotherapie, die wünschte, sie hätte überhaupt noch Haare. Solltet ihr entmutigt sein, weil ihr nicht wisst, welche Bestimmung ihr in eurem Leben habt, seid dankbar. Manche Menschen leben nicht einmal so lange, dass sie überhaupt die Gelegenheit haben, über ihre Bestimmung nachzudenken. Wenn ihr Opfer von anderer Leute Bitterkeit, Unkenntnis, Kleinlichkeit oder Unsicherheit seid, denkt daran, dass es noch schlimmer sein könnte. Ihr selbst könntet diese Person sein. Es gibt alle möglichen Einstellungen, negative wie positive. Wir können zufrieden, unzufrieden, demütig, stolz, hochmütig, verantwortungsvoll, verantwortungslos, dankbar, undankbar, mitfühlend, unversöhnlich oder selbstmitleidig sein.
Die Liste ist endlos, aber wir sollten die Einstellung haben, die auch Jesus hatte. Er sollte in allem unser Vorbild sein, auch hinsichtlich unserer Einstellung. In Philipper 2 heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Lasst ihn euer Vorbild für Demut und jede andere Haltung sein. Ich sage euch, wenn ihr eure Einstellung täglich korrigiert, könnt ihr euer Leben genießen, was auch immer passiert. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ist euer Problem wirklich euer Problem oder ist eure Einstellung zu eurem Problem das Problem? Noch einmal, ist in Wirklichkeit eure Einstellung das Problem? Also, ist euer Problem tatsächlich euer Problem oder ist eure Einstellung zu eurem Problem das Problem? Es gibt Menschen auf der Welt, die genau das gleiche Problem haben wie ihr, dennoch sind sie viel glücklicher als ihr. Und es gibt Menschen, die ein größeres Problem haben als ihr und trotzdem viel glücklicher sind als ihr. Es geht nicht um das Problem, es geht darum, wie ihr euer Problem betrachtet. Wisst ihr, diese Botschaft heute ist nicht schwer. Sie ist nicht tiefgreifend oder kompliziert. Aber ihr solltet sie euch zu Herzen nehmen. Manche von euch sind vielleicht unglücklich, haben keinen Frieden und machen keine Fortschritte im Leben. Aber wenn ihr eure Einstellung nach dem Willen Gottes ausrichtet, werdet ihr erstaunt sein, was in eurem Leben passiert. Ändert eure Sichtweise, dann könnt ihr euer ganzes Leben ändern. Eure Einstellung ist das äußerliche Ergebnis eurer Gedanken. Sie offenbart, was ihr denkt. Eure Einstellung beeinflusst alles. Sie beeinflusst euch, sie beeinflusst die Menschen um euch herum. Und vor allem beeinflusst sie euren Gesichtsausdruck. Man braucht nicht lange, um jemanden zu finden, der eine schlechte Einstellung hat. Das lässt sich anhand eines Beispiels aus dem Flugverkehr veranschaulichen. Im Cockpit von Flugzeugen gibt es ein Instrument, das künstlicher Horizont genannt wird. Es zeigt die Position des Flugzeugs zum Horizont an. Wenn das Flugzeug an Höhe gewinnt, zeigt seine Nase nach oben, auf eine Stelle über dem Horizont. Wenn das Flugzeug landet, ist seine Nase nach unten geneigt und zeigt auf eine Stelle unterhalb des Horizonts. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Horizont den Durchschnitt repräsentiert und wir eine Einstellung haben, bei der unsere Nase nach oben zeigt, wird unser Leben über dem Durchschnitt sein. Haben wir eine Einstellung, bei der unsere Nase nach unten zeigt, wird es unterhalb des Durchschnitts sein. Was für ein Leben wollt ihr haben? Joyce, ich will, dass Gott mich segnet und mir ein gutes Leben schenkt. Nun seid ihr bereit, jeden Tag euren Sinn und eure Einstellung zu erneuern? Nehmt euch jeden Morgen während eurer Andacht oder auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen Zeit und fragt, Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, in dem ich meine Einstellung ändern muss? Wenn euch jemand fragt, wo ihr heute wart, könnt ihr sagen, ich war damit beschäftigt, meine Einstellung zu ändern. Und das habe ich auch gebraucht. Wenn ihr euch morgens meine Sendung im Fernsehen ansieht, habt ihr danach wahrscheinlich eine erneuerte Einstellung. Jeder kann seine Einstellung ändern, wenn er es will. Epheser 4, Vers 23. Und werdet beständig erneuert im Geist eures Sinnes. Bewahrt eine neue geistige und geistliche Haltung. Lasst uns das noch mit Vers 22 untermauern. Legt von euch ab das alte Wesen. Macht euch frei von eurem unerneuerten Selbst, das euren früheren Lebenswandel kennzeichnete und das sich durch trügerische Lust und Begierde zugrunde richtet. Paulus sagt, legt den alten Menschen und euer altes Leben ab, verhaltet euch nicht mehr so, wie ihr es früher getan habt. Vers 24. Und zieht das neue Wesen an, das wiederhergestellte Selbst, das nach Gottes Bild geschaffen wurde, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In Vers 22 heißt es also, hört auf zu handeln wie der alte Mensch. Und in 24 heißt es, und fangt an zu handeln wie das neue Wesen, das ihr seid.
Und Vers 23 schlägt die Brücke zwischen unserem Verhalten als alter Mensch und unserem Verhalten als neuer Mensch. Zeigt bitte noch einmal Vers 23. Und werdet beständig erneuert im Geist eures Sinnes. Es ist eure Einstellung im Leben, die euren Erfolg bestimmt, nicht eure Begabung. Macht euch nicht so viele Sorgen darum, ob ihr genauso begabt seid wie irgendjemand anders. Vielleicht seid ihr nicht so begabt wie einer eurer Kollegen und der Teufel will, dass ihr denkt, ich habe nicht studiert, deshalb werde ich nie befördert werden. Ich bin einfach nicht so klug wie ihr. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn ihr eine bessere Einstellung habt als alle anderen, werdet ihr als Erster befördert werden. Ich würde lieber mit jemandem arbeiten, der vielleicht nicht der Hellste ist, aber dafür eine gute Einstellung hat, als mit jemandem, der den totalen Durchblick hat und immer 25 Dinge gleichzeitig tut, aber dabei eine stolze, hochmütige Haltung hat, die allen anderen vermittelt, ich bin besser als ihr. Ihr werdet erstaunt sein, wie der Heilige Geist euch beisteht, wenn ihr nur eine gute Einstellung bewahrt. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, die eine demütige, dankbare, positive und verantwortungsvolle Einstellung haben. Macht doch einmal eine Bestandsaufnahme eurer Einstellung. Wenn ihr eure allgemeine Einstellung gegenüber dem Leben beschreiben müsstet, welches Lied würdet ihr denn singen, wenn ihr morgens aufsteht? Oh, lass die Welt doch vergehen. Regen fällt auf meinen Kopf. Oh, ich mach so, wie ich denke. Oder, was für ein herrlicher Morgen, was für ein herrlicher Tag. Nun, in den früheren Jahren unserer Ehe, bevor Gott die Möglichkeit hatte, an mir zu arbeiten, war ich sehr ernst und traurig. Und hatte eine schlechte Einstellung. Dave dagegen ist ein sehr glücklicher und positiver Mensch. Er steht morgens auf und fängt an zu singen. Am liebsten würde ich ihm dann sagen, er soll still sein. Wie ist das bei euch? Singt ihr, wenn ihr morgens aufsteht? Ich wollte immer über meine Probleme nachdenken und darüber, was andere mir angetan hatten und wie ich es ihnen heimzahlen könnte. Das hört sich lustig an, aber leider ist es wirklich wahr. Ich wollte nicht hören, wie Dave sang. Aber wisst ihr was? Ich glaube, der Herr ist es leid, euch immer dasselbe alte Lied singen zu hören. In den Psalmen heißt es mehrmals, singt dem Herrn ein neues Lied. Deshalb habe ich ein neues Lied für euch geschrieben. Das solltet ihr lernen. Was heute auch passieren mag, ich habe einen guten Tag. Alles ist gut in meiner Welt und vielleicht gibt mein Chef mir mehr Geld. Ich wette, alle Musikteams wollen mich jetzt als Frontsängerin haben. Glaubt ihr nicht auch? Wisst ihr, jeder auf der Welt will glücklich sein. Der eine versucht, sein Glück mit Geld zu kaufen. Der andere sucht sein Glück in einer Beförderung oder einer Ehe. Wir wollen alle glücklich sein. Würdet ihr nicht auch, dass unterm Strich Glück das Wichtigste in eurem Leben ist? Leider machen wir oft den Fehler, dass wir den falschen Weg einschlagen, um unser Glück zu finden. Wisst ihr, was eine Fata Morgana ist? Sie entsteht draußen in der Wüste, wenn ihr furchtbar durstig seid und die Sonne sich im Sand spiegelt. Dann sieht es wirklich so aus, als wäre da ein See. Bestimmt habt ihr schon Filme gesehen, wo Leute in der Wüste sind und fast sterben vor Durst. Sie tauchen in das ein, was sie für einen See halten und wühlen doch nur im Sand herum. Was für eine Enttäuschung. Nun wisst ihr, ich bin viele Jahre meines Lebens hinter Illusionen hergejagt. Wenn ich nur mehr Geld hätte, wäre ich glücklich. Aber wenn ich es dann hatte, reichte das nicht. Vor vielen Jahren arbeitete ich im Büro. Da dachte ich, wenn ich nur nicht arbeiten müsste, wäre ich glücklich. Dave sagte, dann kündige doch einfach. Als ich das getan hatte, dachte ich, wenn ich nur ab und zu aus dem Haus käme, wäre ich glücklich.
Kennt ihr das? Wenn der Teufel mich nur in Ruhe lassen würde, wäre ich glücklich. Wenn Dave sich ändern würde, wäre ich glücklich. Wenn nur mein Missionswerk endlich wachsen würde, wäre ich glücklich. Aber ich sage euch ganz ehrlich, und das glaube ich von Herzen, euer Problem ist nicht wirklich euer Problem. Ich schätze, damit müssen wir uns einen Moment befassen. Habe ich recht? Ich habe euch einen Löffel Gemüse in den Mund gesteckt, aber ihr wolltet es nicht essen. Euer Problem ist nicht wirklich euer Problem. Das ist die Wahrheit. Euer Problem ist nicht wirklich euer Problem. Euer Problem ist eure Einstellung gegenüber eurem Problem. Ihr solltet die Dinge aus der richtigen Perspektive heraus betrachten. Manchmal sehen wir etwas im falschen Licht und dann fixieren wir uns so sehr auf die eine Sache in unserem Leben, die uns nicht gefällt, dass sie schließlich viel größer wird, als sie in Wirklichkeit ist. Ich will euch eine kleine Geschichte vorlesen, die uns zeigt, dass alles auf die Perspektive ankommt. Liebe Mutti, lieber Papa, ich bin etwas schreibfaul geworden, seit ich zum Studium von zu Hause weggegangen bin. Und es tut mir leid, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe. Mit diesem Brief will ich euch nun auf den neuesten Stand bringen. Aber bevor ihr weiterlest, setzt euch bitte. Habt ihr euch hingesetzt? Bitte lest erst weiter, wenn ihr sitzt. Also mittlerweile geht es mir schon wieder recht gut. Die Schädelfraktur und die Gehirnerschütterung, die ich mir zuzog, als ich aus dem Fenster meines Schlafraums gesprungen bin, als im Wohnheim ein Feuer ausbrach, sind recht gut verheilt. Jetzt bekomme ich nur noch einmal am Tag diese blöden Kopfschmerzen. Zum Glück hat ein Tankwart von der benachbarten Tankstelle das Feuer und meinen Sprung aus dem Fenster beobachtet. Er rannte herbei und brachte mich ins Krankenhaus. Als ich entlassen wurde, wusste ich nicht, wo ich hin sollte. Mein Zimmer war ja völlig ausgebrannt. Da bot er mir an, erst mal bei ihm zu wohnen. Es ist nur ein kleiner Kellerraum, aber wirklich hübsch. Er ist ein sehr netter Junge. Wir haben uns total ineinander verliebt und wollen heiraten. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall sein, bevor man sieht, dass ich schwanger bin. Ja, Mutti und Papa, ich bin schwanger. Ich weiß, wie sehr ihr euch darauf freut, Großeltern zu werden. Und ich weiß, ihr werdet genauso liebevoll mit dem Baby umgehen wie mit mir, als ich noch ein Kind war. Wir haben die Hochzeit bislang aufgeschoben, weil mein Freund eine kleine Infektion hat, mit der ich mich leider auch angesteckt habe. Ich weiß, ihr werdet ihn freudig in unsere Familie aufnehmen. Er ist zwar nicht sehr gebildet, aber er hat große Pläne. Und auch wenn er einer anderen Rasse und Religion angehört als wir, weiß ich, dass eure Toleranz es euch nicht erlauben wird, euch daran zu stoßen. So, Mutti und Papa, nun habe ich euch auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt will ich euch sagen, dass es keinen Brand in meinem Schlafzimmer gab. Ich habe weder eine Gehirnerschütterung noch eine Schädelfraktur. Ich war nicht im Krankenhaus und bin auch nicht schwanger. Ich bin nicht infiziert und es gibt keinen Freund in meinem Leben, aber ich bin in Geschichte und Chemie durchgefallen. Ich wollte einfach, dass ihr das im richtigen Verhältnis seht. Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich diese Eltern waren? Oh Gott sei Dank, sie ist nur in Geschichte und Chemie durchgefallen. Oh Gott sei Dank. Aber wenn sie angerufen und gesagt hätte, ich bin in Geschichte und Chemie durchgefallen, hätten sie sich vermutlich total aufgeregt und sie angeschrien. Und am Ende wären alle ärgerlich gewesen und hätten geweint. Vielleicht solltet ihr euch heute mal ein bisschen Zeit nehmen und euer Problem aus der richtigen Perspektive betrachten. Denkt einmal darüber nach, was in der Welt vor sich geht und mit welchen Dingen die Menschen zu kämpfen haben. Ich sage es noch einmal. Euer Problem ist nicht wirklich euer Problem. Euer Problem ist eure Einstellung gegenüber eurem Problem. Seht ihr, das Gute an eurer Einstellung ist, dass es eure Einstellung ist und ihr sie ändern könnt. Ihr müsst nicht darauf warten, dass sie sich ändert. Viktor Frankl sagte, während er in einem deutschen Konzentrationslager war, die letzte menschliche Freiheit, die einem niemand nehmen kann, ist es, seine Einstellung, unter welchen Umständen auch immer, frei wählen zu können. Sogar unter diesen schrecklichen Umständen sagte er, ich habe etwas, das ihr mir nicht nehmen könnt.
Ihr könnt mir mein Essen wegnehmen. Ihr könnt mir meine Kleider und mein Bett wegnehmen. Ihr könnt mich isolieren. Ihr könnt mich zwingen, hart zu arbeiten. Aber ich habe etwas, das ihr mir nicht nehmen könnt. Ich habe eine gute Einstellung. Und die werdet ihr nicht bekommen. Seht ihr, ich habe euch gesagt, dass unsere Einstellung heute korrigiert wird. Was ich interessant finde, auch wenn mir das nicht besser gefällt als euch, ist, dass uns die Bibel wiederholt ermahnt, glücklich zu sein, wenn wir in Schwierigkeiten und Bedrängnis geraten. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Das ist ein Versprechen. Aber das Nächste, was er sagt, ist, aber habt Mut. Thank you. Aber habt Mut. Warum? Weil ihr mich habt, auch wenn ihr Probleme habt. In der Welt werdet ihr Schweres erleben. Jeder in der Welt erlebt Schweres. Aber ihr könnt Mut haben, weil Jesus gesagt hat, denn ich habe die Welt überwunden. Wir sollten aufhören, uns ständig mit unseren Problemen zu beschäftigen und uns einfach freuen, dass wir Gott in unserem Leben haben. Neulich sagte mir jemand, der ein wirklich großes Problem hatte, wir müssen wohl einfach Gott vertrauen. Das erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich dachte, weißt du was, ich habe es so satt, die Leute das sagen zu hören, wir müssen Gott nicht nur vertrauen, wir dürfen ihm vertrauen. Es ist ein Vorrecht, auf Gott vertrauen zu können. Es ist eine solche Ehre, einen Gott zu haben, der treu ist, der uns liebt, der alle Kraft und Weisheit und Erkenntnis besitzt, der zu jeder Zeit überall ist und für keinen Moment seine Augen von uns nimmt. Wir haben Probleme, aber wir haben Gott. Die Nichtchristen haben jede Menge Probleme und noch mehr Probleme, aber sie haben keine Hoffnung und keine Lösung. Sie jagen ihr ganzes Leben lang Illusionen nach und am Ende sind sie enttäuscht, weil sie merken, das ist nicht wirklich das, wofür ich es gehalten habe. Jakobus 1, das müssen wir uns einfach anschauen. Seht ihr, ihr solltet davon überzeugt sein, dass ihr auch dann glücklich sein könnt, wenn ihr ein Problem habt. Sonst werdet ihr nie glücklich sein. Aber Joyce, ich fühle, genau das ist das Problem. Aber ich fühle und ich denke, ich will heute nicht darüber reden, was ihr fühlt und was ihr denkt. Ich will darüber reden, was ihr wisst. Wen kennt ihr? Was sagt die Bibel? Lasst uns da ein bisschen tiefer gehen. Wir brauchen eine tiefere Beziehung zu Gott. Wir sollten über das, was wir wollen, denken und fühlen, hinausgehen und darauf sehen, was wir tief in unserem Herzen wissen. Ich weiß, dass Gott treu ist. Ich habe das schon so viele Male erlebt. Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Seid absolut, seid vollkommen von Freude erfüllt, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Jetzt klatscht niemand mehr. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Nun, bei mir bewirkte das eine ganze Menge anderer Dinge, bevor die Geduld zum Vorschein kam. Aber seht ihr, deshalb sind Schwierigkeiten gut für uns. In den harten Zeiten unseres Lebens machen wir Erfahrungen und werden für das, was Gott in der Zukunft mit uns vorhat, ausgestattet. Wenn ihr schwere Zeiten durchlebt, könnt ihr sagen, Gott, das gefällt mir nicht. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich will mich trotzdem freuen, weil ich weiß, dass ich einen Nutzen davon haben werde. Ich werde etwas gewinnen. Wenn das vorüber ist, werde ich reifer sein und dich besser kennen als vorher. Well,
let's always remember that. Lassen Sie uns immer daran denken, dass unser wahres Problem unsere Einstellung gegenüber unserem Problem ist. Als Christen können wir uns darüber freuen, dass der Problemlöser in uns lebt. Wir sind hier im regnerischen London und dieser Bus ist etwas ganz Besonderes. Er gehört zum Projekt Grünes Licht von Hand of Hope und der Hillsong-Gemeinde hier in London. Hier wird den Obdachlosen geholfen. Sie können zu diesem Bus kommen und werden kostenlos medizinisch behandelt. Danke, dass Sie uns hier in London und überall auf der Welt unterstützen. Hand of Hope hat wie Jesus ein Herz für die Armen, Kranken und Schwachen. Gemeinsam können wir jeden Tag Millionen Menschen von Gott erzählen und unseren Teil tun, um das Leid auf dieser Welt zu lindern. Machen Sie mit und verändern Sie mit uns das Leben dieser Menschen, Tag für Tag. Und jeden Tag ein Stückchen mehr. Viermal im Jahr bringen wir ein wundervolles Magazin heraus mit vielen guten Themen, Informationen über unsere Arbeit, Terminen und Produktangeboten. Und Sie können das Magazin kostenlos erhalten. Wir senden es Ihnen gern zu, denn es wird Ihnen bestimmt gut tun. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie bei unserer Arbeit mitmachen. Wenn Sie nicht nur Vorträge hören und Artikel lesen, sondern sich mit uns zusammen engagieren, für uns beten, sich finanziell beteiligen, uns unter die Arme greifen, dann können wir auf der ganzen Welt Menschen noch erfolgreicher helfen. Es gibt nichts Besseres, als sich für andere einzusetzen. Und das wirkt sich ganz besonders positiv auf die eigenen Probleme aus. Es gibt nichts, was den Teufel schneller in seine Schranken weist, als Menschen, die sich selbst zurücknehmen und den Schmerz anderer lindern. Gott sei mit Ihnen. Sie sind uns wichtig. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihr Leben so richtig genießen. In der heutigen Zeit gibt es viel, das wirklich besorgniserregend ist. Wenn wir Nachrichten hören, haben wir nach 5 Minuten das Gefühl, die Welt sei außer Kontrolle. Mein Andachtsbuch Gottvertrauen Tag für Tag wird Ihnen helfen, Ihren Blick von Ihren Lebensumständen wegzulenken und ihn auf die Wahrheit von Gottes Wort zu richten. Es ist an der Zeit, dass wir in Gott zur Ruhe kommen und in seinem Frieden unser Leben genießen. Doch das geht nur, wenn wir Gott Tag für Tag vertrauen. Richten Sie Ihr Leben auf Gott aus, mit 365 Andachten fürs ganze Jahr. Bestellen Sie Gottvertrauen Tag für Tag jetzt im Internet unter www.joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.